So, Mahlzeit, meine Freunde aus aller Welt. Heute machen wir mal Langosch. Was brauchen wir zu Langosch? Wir brauchen Mehl, Salz, Zucker, Öl, Milch und Wasser. Und natürlich frische Hefe. Komm, lass uns mal anfangen. Wir fangen mal an. Ich habe zuerst die Milch warm gemacht. Da habe ich ungefähr 250 Milliliter Milch reingemacht. Lauwarm. Da geben wir unsere Hefe rein. Machen wir unseren Vorteig. Das sind ungarische, das ist ein Rezept von mir. Und zwar, so wie es auf dem Volksfest gibt, so sind die. Geben wir mal die Hefe da rein. Dann geben wir mal Zucker, dass die Hefe losgeht. Einen guten Löffel Zucker geben wir da rein. So. Geben wir da rein. Die Milch habe ich lauwarm gemacht. Dann kann die jetzt da anfangen zu schaffen. Das ist leicht hat, kriegt sie auch noch ein wenig Mehl. Und dann geht's los. Dann kann die Hefe anfangen zu reagieren. Die lassen wir mal so, ja, so 10 Minuten, schätze ich mal, braucht sie. Geben wir ein wenig Mehl rein, so. Und danach, wenn sie ein wenig aufgegangen ist, dann geht's weiter. Dann zeige ich euch das, was da passiert ist. So, nach 5 Minuten hat sich die ganze Geschichte verdoppelt. Was machen wir jetzt? Nehmen wir 1 Kilo Mehl. Geben das da schön in die Schüssel rein. Ich nehme ein ganzes Kilo. Ich habe Besuch heute. So. Dann machen wir hier eine Kuhle. Hier geben wir unsere Hefe rein. So. Die ist schön gewachsen. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch ein wenig Wasser. Brauchen wir ungefähr so 350 Milliliter. Aber ihr wisst ja, ich habe es ja nicht so mit Messen. Ich mache das immer nach Gefühl, aber so 350 Milliliter brauchen wir ungefähr. So, mischen wir das auch schön. Was wir noch nicht vergessen dürfen, ein wenig Salz brauchen wir auch. Auch so ein Löffel, ein halber Löffel ungefähr. So, jetzt rühren wir schön. Und wie ihr ja alle wisst, ich benutze ja keine Küchenmaschinen eigentlich so ganz selten. Ich werde das alles mit der Hand kneten. Ich werde das alles mit der Hand kneten. Es wird ein paar Minuten dauern. Da wollte ja nicht alles dabei sein so lange. So, nach 15 Minuten sieht es so aus. Er ist noch klebrig. Jetzt gebe ich ein bisschen Öl dazu. So, naja, 2 Löffel Öl ungefähr. Und dann geht's weiter. Der muss ja ein bisschen ölig sein, dieser Teig für die Langosch. Und dieser Teig für die Langosch, der schmeckt genauso gut wie auf jedem Volksfest, Leute, sage ich euch. Dann knete ich jetzt noch ein paar Minuten. Jetzt ist es schon nicht mehr so klebrig, seht ihr? Bisschen Öl rein, 2-3 Löffel. Und dann gebe ihm nochmal 10 Minuten. Und dann lassen wir ihn wachsen, den Kerle. So, jetzt mal nochmal 10 Minuten, weil es so schön ist.
So, nach einer halben Stunde sieht der Teig so aus. Er ist schon gut geworden. Er klebt schon nicht mehr so. Aber ich gebe noch ein bisschen Öl, nochmal 2 Löffel. Sagen wir 3. Streichen. So. Und dann tun wir den nochmal, naja, so eine Stunde. 40, 50 Minuten bis eine Stunde, je nachdem wie warm es bei euch daheim ist, an einem warmen Ort. Und lassen wir mal den Langosteig aufgehen schön. In der Zeit können wir unser Schmand, unser Knoblauch, unser Käse, alles vorbereiten, was da drauf kommt danach. Ne? Auch ein bisschen Öl tue ich nochmal ein Löffelchen. Ja. Alles vorbereiten. Und dann essen wir heute Langosch wie auf dem Volksfest. Ohne Schnickschnack, ohne nix. Ganz natürlich, oh, wie der gut wird. Der wird guter Teig. Schaut mal her. So muss er aussehen. Genau so muss er aussehen. So. Decken wir ihn zu. Tun einen warmen Ort. So sieht's aus. Jetzt guck mal, so tun wir ihn jetzt weg und dann schauen wir mal, wie er steigt. Muss ganz voll werden. Bis später. So, in der Zeit, wo der Teig aufgeht, machen wir mal einen Dip. Da habe ich einen Schmand und sowas habe ich, sowas Leckeres habe ich da. Gute Laune Dip. So, da kommt der Schmand da rein. Das machen wir dann auf die Langosch. Käse habe ich auch. Tue ein bisschen Pfeffer rein. So. Bisschen Salz. So. Nehmen wir da. Ein frischen Löffel. Tun wir die Mischung da rein mit den Kräutern. Dann tun wir noch eine Knoblauchsoße, machen wir auch genauso. Alles Zeit durchzuziehen. Schmecker. So, kann das ziehen. So, jetzt gucken wir mal, was ist mit unserem Teig geworden. Ist der Teig soweit oder nicht? Oh ja. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Ist angeklebt. So, das ist unser Teig. Wunderbar. Jetzt mache ich mir die Hände mit Öl. So. Oh, wie schön fluffig der geworden ist. So. Tun wir noch ein bisschen bearbeiten, den Kerl da. Dann tun wir auch ein bisschen Öl drauf schmieren. So. Beide Hände einölen rein. Und dann nehmen wir es hier so. So eine Portion. Rollen das schön. Ein bisschen Öl brauche ich noch. Klebt noch ein bisschen zu stark. Meine Hände sind nicht richtig. So, jetzt durchmischen. Das wird gut. Es gibt Langosch wie auf dem Volksfest, Leute. So, jetzt zack, 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 zack. So, unsere Kugel, so ungefähr mache ich das. So eine Kugel und danach ziehen wir das so und tue es in die Pfanne. Aber jetzt lassen wir den nochmal ruhen. Machen wir die Kugel da, so. Lassen den ruhen, bis das Öl danach
heiß wird, kann das ruhen. Erst mache ich jetzt meine Kugeln so, Leute. Wenn die Kugeln hab. Das ist halt ein recht klebriger Teig, aber dafür schmeckt das Ergebnis wunderbar. Das sage ich euch. So, kann der Teig da sich ein wenig ausruhen. Ein wenig zu viel. So. Und dann mache ich ein Liter Öl in eine Pfanne. Im Topf mache ich das. Ein Liter Öl rein. Wichtig ist, dass ihr eure Hände immer wieder eincremt mit dem Öl bei dem klebrigen Teig da. So. Brauche ich Öl, das hat keinen Wert. So, jetzt habe ich meinen Finger wieder eingecremt. Wichtig ist, dass ihr halt eure Hände schön ölig sind, dann wird es wunderbar mit dem Teig. Da noch ein wenig Öl drüber. Da noch ein wenig Öl drüber. Da auch. So. Jetzt muss ich meine Hände mal waschen, geschwind. Komme ich gleich. So, jetzt habe ich den Topf da. Jetzt nehmen wir einen Liter Sonnenblumenöl. Das tun wir ganz rein. Dass die Langosch nachher drin schwimmen, ne? Lassen das Öl schön warm werden, richtig heiß werden, und dann kommen die Langosch rein, Leute. Es gibt was Leckeres wieder, das weiß ich jetzt schon. So, das muss heiß werden. So, jetzt ist das Öl warm. Das tue ich euch mal darüber. So, dass wir da reingucken können. Jetzt nehme ich mir so einen Teigling. Jetzt ist die Kunst von dem Teigling, den schön rauszuziehen. Weil das ist ja ein recht weicher Teig. Ich will ja auch schöne große Langosch und leckere Gosch haben. Machen wir den so. Und jetzt tun wir da rein. Wunderbar. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie toll das wird. Das Öl ist heiß genug. Jetzt können wir den auf jeder Seite backen. Oh ja, wunderbar. Der zweite wird besser, das ist der erste. Beim ersten ist es halt immer so, wie es ist. Das ist das Öl. Meistens noch nicht so richtig heiß. Hätte noch ein paar Minuten warten können, aber ihr wisst ja selber, wie das ist immer mit dem Warten. Schauen wir mal, wie schön der aufgeht. So, nach Minuten irgendwas zu klären, ist immer schlecht. Wir gucken einfach beim Drehen. Ah, hat er die Farbe? Ja, er hat gute Farbe, dann drehen wir ihn. Wie viele Minuten oder so kann man schlecht sagen, weil bei dem einen ist das Öl heißer, bei dem anderen weniger so heiß. Darum mache ich es immer so, dass ich mir das angucke. Wenn er die Farbe da hat und so klingt, dann drehen wir ihn, vorher nicht. Jetzt lassen wir ihn da auspacken, dann schmeckt er nicht schlecht. Das sage ich euch. Er schmeckt schon gut. Dann gucken wir mal drunter. Wunderbar. Ich glaube schon, dass der erste schon fast fertig ist. Guck mal, oh, und gut riechen tut er auch noch. Ist, da ist die Farbe. Ein bisschen lasse ich noch drin. Dann tun wir ihn raus. So, meiner Meinung nach ist er fertig. Tun wir mal den drehen. Heiß, Achtung, dass er euch nicht verbrennt. Dann lasse ich den ein bisschen. Hoppla, das passiert auch.
das passiert auch. Dann lassen wir es so, machen wir es so. Und tun wir in den Teller rein. Schnappen uns gleich den nächsten Teigling. Zeig's euch nochmal. Und dann ziehe ich den schön auseinander, so. Wunderbar, die Langosch. Genau so, wie es auf dem Fest, auf dem Volksfest oder Weihnachtsmarkt oder Rossmarkt oder egal wo ihr das seht, die machen das auch so, die ziehen das so schön auseinander. Gucken wir mal noch. Schön Geduld. Dann wird er größer und größer und dünner und leckerer. Und wenn er groß genug für euren Geschmack ist, dann kommt er ins Öl rein. Da kommt er schön ins Öl rein und darf schön wachsen. Gucken wir mal, wie der schön wächst. Hä? Ich mache das immer so, dass ich ein Öl da drauf spritze. Und das riecht schon mal gut. Das wird ein schöner Kerl. Hä? Ja, dann lassen wir mal ein paar Minuten wieder drin. Wie gesagt, ihr guckt halt auf die Farbe, das ist das Wichtigste. Und ich belege mal einen. Hä? Jetzt schauen wir mal. Farbe, jawohl, dann drehen wir ihn. Wenn er die Farbe hat und so sich anhört, drehen wir ihn immer. Ne? Jetzt pass auf. Jetzt tun wir mal einen Belecher. Hä? Wenn wir schon dabei sind, tun wir mal einen Belecher. Da habe ich die Mischung, was ich gemacht habe. Streichen wir das da schön drauf. Der Duft. Der Duft leid. Wie auf dem Fest, auf dem Volksfest, so schmeckt es. Und das ist das Originale, das sage ich euch. Nicht mit Schnickschnack und Klump und Zeich. Da könnt ihr drauf tun, was ihr wollt. Manche tun auch Nutella drauf oder andere Sachen. Knoblauchsoße nur. Oder nur Käse. Ich mach so. Ich tue das da drauf. Dann habe ich einen guten Pizzakäse mir geholt. Dann streife ich mir da noch ein bisschen Käse drauf. Das ist das, so mag ich ihn halt, ne? Und dann machen wir Probe, wie es schmeckt. Leid. Komm mir vor, wie wenn ich auf dem Fest wäre. Komm mir vor. Leid wieder. Köstlichkeit. Das ist keine zweite, gibt heiß, aber gut. Also, das war mein Rezept für den Langosch. Ich verlinke es euch da unten drunter in die Infobox. Ich sage danke, ihr dürft dieses Video teilen, ihr dürft liken, ihr dürft mich auch abonnieren, das kostet nichts, wer noch nicht abonniert hat. In diesem Sinne, euer Matze, bon appetit, ciao, ciao.